Der Rasen frisch gemäht, das Vereinshaus frisch gestrichen. Der Fußballplatz des SG Viktoria Bronzell wartet nur darauf, von seinen Kickern wieder bespielt zu werden. Doch dann das. Ja, wir waren zu zweit gestern am Sporthaus und haben da Renovierungsarbeiten durchgeführt. Und da kam ein Mitarbeiter der Stadt, der hier die Plätze mäht und hat uns darauf hingewiesen, dass unser Tor etwas verändert aussieht. Etwas verändert, kann man so sagen. Doch nicht der Sturm der letzten Tage hat hier gewütet und gerüttelt, bis der Baum fällt. Die Spurenlage ist eindeutig. Ein bissbereiter Biber aus Bronzell, hier ein Phantombild. Ein gezielter Anschlag, ein Hooligan-Biber, ein Ultra-Fan der Mannschaft? Diese Gemeinheit will ich dem Biber nicht unterstellen. Also das kann es sein, dass er unseren Verein nicht mag. Das gibt es nicht. Wahrscheinlich hat er einfach nur Hunger gehabt. Vielleicht wollte der bissbereite Biber aber auch einfach neue Regeln einführen, mal das Längliche ins Eckige machen. Der Tatverdächtige ist bis zu 1,40 Meter lang und 30 Kilo schwer, hat einen dichten braunen Pelz und kann gut 20 Minuten die Luft anhalten. Der bissbereite Biber wohl untergetaucht. Seine Tatwaffe, vermutlich solch orange-gelb hervorstehende Beißerchen. Also ist bekannt, dass hier an mehreren Stellen der Biber sich angesiedelt hat. Und von daher hat man hier schon sehr viele Werke des Bibers feststellen können. Und da bleibt es natürlich nicht aus, dass uns auch hier auf dem Trainingsplatz das einmal ereilen kann. Das ist ein rotwürdiges Foul vom bissbereiten Biber. Hält sich nicht an die Spielregeln oder will er so etwa haariges Ehrenmitglied werden? Hat ein Vorstandskollege diesen Gedanken schon geäußert, den Schimmel durch den Biber zu ersetzen. Aber ich denke, das wird es wohl nicht geben. Ach, pappalapapp, so kann man sich irren. Maintower hat da mal was vorbereitet. Bitte, gerne, danke. Ihr könnt schließlich die Tat nicht einfach akzeptieren und meinen, dass wir jetzt ein neues Trainingstor haben, wo wir gezielt Torschütze in den Winkel üben können. Als Spezialtraining. Immerhin, die Stadt hat zugesichert, ein neues Vereinstor zu stellen. Mal hoffen, dass der bissbereite Biber aus Bronzell dann nicht den nächsten Baum ins Netz befördert. Dann droht Platzverweis.